Hey, ihr zwei. Hallo. Hallo. Dalu, Dominik, wie schön, hey, dass ihr da seid. Dalu, ja, hast du eine neue Taktik? Ja, ich bin jetzt von Amethyst und Smaragd auf Amethyst und Rubin gewechselt und hoffe, dass der Unterschied zwischen Early und Late Game heute ausreicht. Wow, das ist ja cool. Ja, du hattest beim letzten Mal schon gesagt, dass du Lust drauf hättest. Ja, genau. Sehr gut. Wie hast du dich denn vorbereitet? Ich habe sehr viel gespielt tatsächlich. Ist jetzt mein erstes Mal, dass ich dabei bin. Mhm. Und in meinem Kopf ticken noch die ganzen Zahnräder, weil ich relativ viel im Blick behalten muss heute. Das stimmt. Und Dalu ist ein starker Gegner. Ja, definitiv. Also das heißt, ich freue mich sehr auf das Match. Kommt, wir gehen direkt mal zum Tisch. Und gucken uns auch direkt mal euer Deck an, würde ich sagen. Sehr gerne. Hier kommt das Deck von Dominik. Okay, dann wollen wir jetzt natürlich auch Dalukards Deck sehen. Perfekt. Also, viel Spaß euch beiden. Danke. Danke sehr. Viel Glück. Gutes Match. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Bis gleich. Bis gleich. So, mein lieber Chris, wir sitzen hier jetzt in der Kommentatorenbox und sehen, wie die Spieler ihre Starthand ziehen. Wir haben ja gesehen, das Deck von Dominik mit Saphir und Stahl, sehr viele Gegenstände im Deck gegen das sehr herausforderungsintensive Deck von Dalukard in Rubin und Amethyst. Wie ist denn deine Meinung? Was denkst du, wer wird das Spiel machen? Ist sehr, sehr schwierig zu sagen tatsächlich, aber es ist ja immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, also, weil du hast natürlich bestimmte Karten, die sehr schöne Synergien haben. Wir spielen hier mit 9 Karten, das heißt natürlich auch, dass Dalukard, obwohl er das Spiel natürlich schon kennt, ja, noch nicht genau weiß, was hat Dominik eigentlich auf der Hand. Ja, also es ist immer für Überraschung gut, wir haben ja auch in den Testspielen gemerkt, da kommt dann mal eine Karte plötzlich, bei der wir noch nicht genau wissen, was da eigentlich ist. Und da muss man sich das gegenseitig vorlesen und muss noch mal ein bisschen überlegen. Aber Dominik hat sich ja farblich schon mal sehr, sehr schön angepasst. Ja? Also er spielt ja quasi auch Stahl, Saphir und hat so eine, wie war ich beim letzten Mal, weißt du, da hatte ich meinen roten Pullover an. So, und hier hast du so eine Mischung aus beiden Farben. Ja, wir sehen auch dieses Mulligan gerade schon. Dominik jetzt hier mit tatsächlich 3 Gegenständen auf der Starthand. Zepter von Arendelle aus Set 1, was wir noch kennen, was sehr günstig ist. Und dann auch direkt Vessel, der in Zug 2 folgen kann. Dalukard dagegen. Tatsächlich nur eine kleinere Karte. Nee, 2. Ich sehe die blaue Fee und die Herzkönigin, beide für 2 Tinte. Und danach geht es auch schon eher an die Gestaltwandel. Ich weiß nicht, wie meine Starthand Schiene von ihm. Mhm. Ja, Dominik muss sich jetzt natürlich auch ein bisschen konzentrieren. Ja, er braucht seine Items. Das Problem an Items ist natürlich, du kannst keine Legenden damit sammeln erstmal. Ja, du brauchst deine Charaktere. Und er muss jetzt natürlich entscheiden, so, wann wirst du, und wenn, das ist ja immer so, wenn du Gegenstände-Sets spielst oder Decks spielst, dass du dich entscheidest, wann lege ich diese Gegenstände eigentlich? Also gehe ich sehr, sehr früh raus und erkläre dem Gegner damit eigentlich schon, hey, das ist mein Plan. Oder spielst du erstmal Charaktere aus und tust ein bisschen so, als wenn du noch nicht genau weißt, dass du in diese Gegenstandsrichtung gehst. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Er hat ja auch sehr viele neue Karten dabei. Absolut und auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match, da Dalukards Deck ja schon darauf geht, Charaktere herauszufordern. Mhm. Und tatsächlich, wenn man irgendwo Gegenstände spielen möchte, dann vielleicht dort, dass man ihm kein Futter bietet. Und er, deswegen können beide sich so ein bisschen aufbauen und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Match, was vor allem hinten raus entschieden wird. Absolut. Dominik hat ja auch einen Charakter in seinem Deck, der dafür sorgt, dass er, je mehr Gegenstände liegen, umso mehr Legenden würde er irgendwann sammeln. Ja, und das wird natürlich irgendwann vielleicht dazu kommen, dass dort 4, 5 oder 6 Gegenstände liegen. Und wenn du dann die richtigen Karten ausspielst und in 1 oder 2 Runden eben dann für 6, 7 Legenden erkunden gehen kannst, das kann ein Spiel sehr, sehr schnell drehen. Da kann es dann ganz schnell vorbei sein. Ja. Und wir sehen auch schon, Dalukard hat das Spiel begonnen, einfach nur mit einer Karte im Tintenvorrat. Und Dominik folgt natürlich mit ebenfalls einer Karte und dem Zepter von Arendelle. Genau, das Zepter liegt halt erstmal und damit ist schon mal
In der Runde ist was gemacht, ja. So, das ist halt auch wichtig, weil wenn du natürlich direkt zu Beginn dann nur Dreier-, Vierer-Karten hast, dann hast du auch manchmal auch das Gefühl, ja, ich komme jetzt so gar nichts. Ja, so, das ist halt was Psychologisches dann vielleicht auch. Erst schon mal eine Karte ausspielen, dann liegt was auf dem Feld und du gibst deinem, deinem Gegenüber zu erkennen, ich weiß, was ich tue. Auch wenn man es vielleicht noch gar nicht selber weiß, was man tut. Manchmal muss man ja auch einfach nur den Kopf des Gegners. Ja, das war ja, glaube ich, auch beim letzten Mal das, was mich dann gegen Wirt dazu gebracht hat, dann im Finale dann doch zu gewinnen, dass ich in seinem Kopf war. Ich habe sie. Erstmal, ich hatte sie ja. Genau, hier haben wir jetzt die Herzkönigin eben für 2 Tinte von Dalukart mit der Fähigkeit Rasant. Das heißt, sie könnte sofort im Zug, in dem sie ausgespielt ist, einen Charakter herausfordern. Was natürlich jetzt nicht so viel bringt, wenn noch kein Charakter da ist. Aber man hat schon mal einen Charakter auf dem Feld. Genau. Ich weiß gar nicht, ist es eine neue Karte? Deswegen, ich sehe es jetzt nicht, aber erklär es mir kurz. Sie kann jetzt keine Legenden sammeln, ne? Ich sehe jetzt keinen Legendenpunkt auf der Karte. Sie hat einen Legendenpunkt. Okay. Genau, 2-2 mit einer Legende. Okay. Und ja, oft dazu tatsächlich genutzt, eben als Basis für die Flutgestalt-Version der Herzkönigin. Denn die sagt, immer wenn einer deiner Charaktere einen anderen Charakter herausfordert, darfst du eine Karte ziehen. Und da möchte man natürlich eigentlich seine Herzkönigin liegen lassen, damit man sie eben Gestalt wandeln kann. Und da kommt auch schon Basil eben als Charakter dagegen mit 2-2, einer Legende und Unterstützen. Aber das ist ja sowieso was, wenn wir an Set 1 quasi zurückdenken, war ja eine der Anführungszeichen Schwächen bei Rubin kein richtiger Card-Draw. Mhm. Ja, du konntest wenig machen, hast dann quasi viel Top-Deck gespielt, hast du nur noch nach Karten, die du ziehst. Und das wird sich natürlich hier ändern, ja, weil du eben Karten hast, die auf einmal auch eben das bewirken, dass du neue Karten ziehen kannst. Ja, also so ist es. Rot, also Rubin jetzt mit viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, oder generell eigentlich alle Tintenfarben haben viel mehr Möglichkeiten, Karten zu ziehen, was das Spiel natürlich nochmal viel interessanter und viel mehr Entscheidungen aufwirft. Und jetzt sehen wir auch schon eine weitere Schlüsselkarte von Dalukart's Deck, nämlich Shere Khan. Der sagt, immer wenn einer deiner anderen Charakter einen Charakter herausfordert, erhältst du eine Legende. Und Dalukart kann natürlich jetzt hier so, ohne überhaupt zu erkunden, Legenden sammeln, was natürlich für sein Deck sehr, sehr gut ist. Heißt also, da schnell und offensiv eigentlich gegenüber Shere Khan vorgehen. Genau, Shere Khan sollte man loswerden. Als Schlüsselkarte. Auch, absolut. Fall, ja. Und was sehr interessant ist auch, Dalukart hier mit der Herzkönigin eben, er hat sie aktiv liegen lassen, er hat nicht mit ihr erkundet, um den Legendenpunkt zu sammeln, da er wahrscheinlich sie eher als Gestaltwandelbasis halten möchte und nicht in die Gefahr begibt, dass Basil sie herausfordern könnte. Zum Beispiel mit sowas, wie er jetzt gerade ausgespielt hat, der Mäuserüstung. Damit kann man nämlich einem Charakter robust geben. Das ist ja das neue Schlüsselwort eben von Set 2. Genau, schönes neues Attribut quasi, wo wir sagen, robust sorgt dafür, dass deine Karte plus 1 extra Willenskraft hat, wenn man das so ein bisschen... Ja, sogar noch viel besser eigentlich, quasi, denn genau, also bei jedem Schaden wird dieser Schaden um robust reduziert, also um robust 1, in dem Fall einen Schaden reduziert. Und das gilt sogar mit der Karte jetzt bis zum Beginn deines nächsten Zuges. Das heißt, dadurch, dass Basil jetzt eben erkunden geht und die Herzkönigin würde ihn herausfordern, dann würde Basil nur einen Schaden nehmen. Genau. Kann man sich so quasi durchrechnen, wenn ein Charakter 5 Willenskraft hat und ein Robust und der Widersacher würde quasi 2 mit 2 Stärke attackieren, ja, dann nimmst du jedes Mal nur einen. Ja, ein Schaden. Ein Schaden, so. Und das heißt, du müsstest im Prinzip 5-mal attackieren, um einen Charakter rauszunehmen. Und das ist natürlich das bedeutend, so. Ja, also da kann man schon einiges aushalten. Und es macht vor allem eben die, man kann da alleine gegen mehrere bestehen quasi, was das sehr interessant macht. Und vor allem, es ist sowohl offensiv als auch defensiv gut nutzbar. Absolut. Das ist das Spannende daran, ja. Also du hast ja oft Fertigkeiten, die dafür sorgen, dass du entweder offensiv sehr gut bist oder halt defensiv sehr gut bist. Aber hier, robust bringt halt in beiden Fällen was.
Oh, es wird auf jeden Fall jetzt sehr gruselig werden, wenn ich mir die Hand von Dalukarz angucke. Er baut dort auf, er ist nicht am Erkunden, er weiß ganz genau, wie sein Gameplan aussieht, denn jetzt spielt der Dr. Facilier eben auch aus dem neuen Set mit 4 Kosten und Wendig. Aber den will er eigentlich nur haben, um seinen 5er Facilier eben aufs Feld zu bringen. Und das wird dann könnte dann gruselig werden für den Dominik. Genau, magst du einmal ganz kurz erklären, was der 5er Facilier macht? Den kennen wir ja. Genau, den kennen wir ja schon aus Set 1 und er gibt allen anderen Charakteren die Fähigkeit, dass wenn sie in einer Herausforderung verbannt werden, sie auf die eigene Hand zurückkehren und dadurch dann wieder neu ausgespielt werden könnten. Was für viele, viele schlaflose Nächte bei Spielern gesorgt hat, die gegen diese Karte spielen mussten tatsächlich. Ja, wir erinnern uns da an das Spiel gegen Lara, wo er ja wirklich mit Mutter Gothel und dem Dr. Facilier einen sehr, sehr, sehr gemeinen Lock quasi aufgebaut hat, wie er immer dafür sorgen konnte, dass Lara nicht auf Erkundungen gehen durfte und die Mutter Gothel immer auf die Hand zurückgekehrt ist. Und ich vermute, er wird es jetzt hier ähnlich machen wollen, durch den Schirkan Legenden sammeln beim Herausfordern und dann mit Dr. Facilier eben die Karte einfach wiederbekommen und wieder neu und wieder neu. Und wieder neu. Und wieder neu. Also Dominik braucht hier am besten irgendeine Form von Removal, irgendwas, was den entweder den Schirkan oder den Dr. Facilier loswerden kann. Mhm. Aber da er jetzt kein Ziel hat, um irgendwas herauszufordern, geht er weiter auf Erkundung und sammelt Punkte. Vielleicht ist das aber auch der Schlüssel für Dominik, ja, dass er sich da erstmal sicher fühlt. Also er weiß natürlich auch, dass Dalukarz da was aufbaut. Ja, also Dalukarz geht ja bewusst eben nicht Legenden sammeln. Und Dominik ist natürlich auch jemand, der in verschiedensten Arten von Videospielen, Brettspielen und Co. versiert ist. Ja, und er weiß natürlich, dass der Gegner einen Gameplan hat. Ja, so. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wann Dominik merkt, oh, jetzt wird es nämlich bitter. Genau, das war der Moment, jetzt müsste er es verstehen. Jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du jene Karte zurück auf die Hand nehmen. Die verbannt worden ist. Ja, deswegen. Da fragt Dominik und dann ja, muss er auch nochmal ganz tief atmen. Ja, ja. Da wird nochmal tiefer geatmet. Ja, aber Dominik kann natürlich sich auch weiter aufbauen. Er muss jetzt halt gucken, dass er irgendwie an Card Draw kommt, dass er so auch so ein bisschen nachziehen kann. Denn er hat Mrs. Minna, seinen Spoiler gewesen, den Reveal, den er auch hatte. Immer wenn du eine Flutgestalt ausspielst, darfst du die oberste Karte deines Decks in deinen Tintenvorrat legen. Und quasi ein bisschen eine bessere Mickey irgendwann, ne? Also bessere Mickey-Detektivkarte schon fast. Bevor du deinen Zug machst, möchte ich was korrigieren. Stimmt. Ich möchte hier anzeigen, ich glaube, so ist besser. Ich habe schon zwei Schaden genommen. Das ist die offizielle Regel, ne? Ja. Das ist die offizielle Regel. Wir wissen noch beim ersten Turnier, da haben ja Cat und ich, glaube ich, waren es, haben gesagt, ja, wir nehmen erstmal, wir zeigen an, wie viel Leben da eigentlich sind. Aber natürlich jetzt mit den neuen Karten macht es weitaus mehr Sinn zu sagen, ja, wir zeigen den Schaden an. Ja? Genau, denn wir haben ja eben Karten wie die Tischglocke, die du ja auch gut kennst, die eben sagt, man darf so viele Karten ziehen, wie Schaden auf dem Charakter liegt oder auch dem Donald, der extra Legenden sammelt für jeden Schaden auf ihm. Deswegen ist es da deutlich einfacher und übersichtlicher, wenn wir jetzt festgelegt haben für das ganze Turnier, dass man sagt, der Schaden auf den Karten wird angezeigt und nicht die verbleibende Willenskraft. Gucken wir, was jetzt kommt. Vielleicht noch ein Gegenstand. Ach, du liebe Zeit. So. Ja, also Dominik hat hier tatsächlich die Möglichkeit, gut Karten zu ziehen, indem er seine eigenen Gegenstände eben verbannt. Und er hat auch Nick Wilde aus Zoomania, der dann Tazziatella wieder vom Ablagestapel zurückholen kann, der ja beim Ausspielen auch einen Gegenstand zieht. Also sehr schöne Möglichkeit jetzt für ihn zu sagen, er verbannt seinen Tazziatella, um zwei Karten zu ziehen, dann spielt er nächste Runde Nick Wilde, holt sich das zurück, zieht noch eine Karte. Also er kann jetzt schon sehr viel aufbauen und das muss er auch gegen das, was Dalukarz auch schon hingelegt hat, der aber auch die Herzkönigin in der Hand hat, die ich ja eben angesprochen habe, und nur darauf wartet, dass dort mehrere Charaktere zum Herausfordern liegen. Also das Spiel könnte dauern. Dann spiele ich den Xaver Hampelmann. Ja, Dominik macht jetzt auch hier genau das, was ich erwartet habe. Jedes Mal, wenn er erkundet, also jetzt und nochmal, darfst du einen deiner Gegenstände verbannen, um zwei Karten zu ziehen. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist eine schöne... Und jetzt gucke ich mal gerade...
Ich würde tatsächlich Tazzatella dann verbannen. Mhm. Dann habe ich es nämlich auch in meinem Mapler gestapelt. Sehr interessanter Zug. Sehr, sehr guter Zug auf jeden Fall. Ich verzichte dann halt auf die zwei Schaden, weil nichts hat zwei Schaden. Aber so ist es eben und dafür kriege ich Er könnte dann natürlich auch nicht den Effekt noch einsetzen, denn Tazzatella kann man auch selbstständig verbannen, um zwei Schaden von einem Charakter zu entfernen. Aber braucht er ja nicht, er hat keinen Schaden. Ist wichtig. Und es kommt nichts Neues mehr für dich jetzt. Kann ja natürlich dann mit Nick White sich das Tazzatella auch nochmal wiederholen. Der Spielzeugmacher ist eine Sagengestalt, das heißt, ist für sie auch irrelevant, nämlich keine Flutgestalt. Aber sie in Angriff zu schicken, wäre Quatsch. Das ist einfach nur, ziehe ich dir halt einen Punkt ab und mir auch. Deswegen geht sie nochmal Legenden sammeln und dann habe ich zwei mehr und dann bin ich bei vier, ne? Dominik weiß aber natürlich auch und er provoziert das natürlich auch so ein bisschen, ne? Dass er da quasi in die... dass er angegriffen werden kann, ja, dass er herausgefordert werden kann. Genau, also er provoziert das ein bisschen. Er hat jetzt auch hier tatsächlich vergessen, die Mäuserüstung einzusetzen und der Miss Minna noch das Robust zu geben, was natürlich schöner wäre jetzt, wenn er schon provoziert, angegriffen zu werden. Das könnte, aber wahrscheinlich macht es kaum einen Unterschied bei der Stärke, die Dalokat da eben liegen hat. Aber natürlich will man es eigentlich trotzdem mitnehmen. Genau, Dominik ist mein Podcast-Kollege. Ich würde jetzt gerne sagen, Dominik, du hast was vergessen. Und sie schütteln. Es ist doch gratis, nutzt es doch bitte. Ja, aber ich meine, das sind ja die Sachen, die man auch lernt. Er ist ja zum ersten Mal dabei. Du hast ja auch einiges eben aus dem Turnier mitgenommen, wenn ich da so an Seid bereit denke. Genau das habe ich aber auch Dominik erklärt. Was hast du denn da gemacht vielleicht? Das hat ja nicht jeder gesehen, das erste Event. Genau, also beim ersten Event war es so, ich habe Seid bereit auf meiner Hand gehabt und Seid bereit sorgt dafür, dass alle Charaktere eben verbannt werden, die auf dem Spielfeld liegen. Meine eigene allerdings auch. Und es ist die logische Konsequenz, dass man erst Legenden sammeln geht, dann Seid bereit spielt. Und tatsächlich, also ich habe die Matches dann gewonnen danach, aber sie wären früher gewonnen gewesen, hätte ich auch die Legenden eingelöst. Weil ich habe Seid bereit gemacht. Genau, ich hab eine extra Challenge für mich vorbereitet. Ja, und oh, das ist natürlich jetzt... bitter auf jeden Fall für Dominik. Da kommt die neue Isma, die beim Ausspielen einen Charakter in das Deck des Besitzers quasi mischt und dieser darf dann zwei Karten ziehen. Oh, aber ist vielleicht auch... vielleicht gut, Karten zu ziehen, aber natürlich jetzt erstmal ist der Charakter halt weg. Ja, ich glaube kurzfristig, temporär suboptimal, aber was er gerade gezogen hat, ist eine in meinen Augen der schönsten Karten, die man überhaupt in den Deck ziehen kann. Nämlich du meinst Naseweiß? Ja, genau. Und die hat für viele schlaflose Decks gesorgt, weil beim Ausspielen macht sie einen Schaden auf allen Charakteren und zeitgleich sorgt sie natürlich dafür, wenn sie einen Charakter herausfordert und verbannt, für zwei extra Schaden. Auf einen Wunschcharakter. Auf einen Wunschcharakter. Also da schön zum Aufräumen auf jeden Fall jetzt. Absolut richtig. Und auch hier, du hast ja gerade gesagt, eigene Charaktere, wenn sie den Schaden beispielsweise auch nehmen würden, gar nicht mal so schlecht in vielen Bereichen. Ja, also da kann man sehr, sehr viel machen. Wenn dann nicht explizit steht, bei einem gegnerischen Charakter, ab und zu auch mal daran denken, ist der Effekt vielleicht bei mir sogar gut. Ja? Genau, also da immer die Karten gut lesen, das ist auf jeden Fall der beste Tipp, den jeder TCG-Spieler immer befolgen sollte, die Karten zu lesen. Ich weiß auch nicht, wie oft in meiner Geschichte von TCGs Leute mir Fragen gestellt haben, mit was ist denn, wenn? Und eigentlich ist die Karte schon selbst beantwortet. Ja, man muss nur den Text weiterlesen. Aber sie versuchen natürlich auch, sich gegenseitig, ne, so ein bisschen auszulesen und zu schauen, was spielt der andere, was passiert da. Wir können jetzt mal ganz kurz sagen, was liegt da eigentlich. Bei Dominik liegen zwei Gegenstände, einmal das Zepter, bekannt aus Deck 1, und die neue Mäuserüstung. Mhm. Ja? Die Mäuserüstung, das hast du gerade schon mal gesagt, sorgt für einen Robust auf einem Charakter seiner Wahl. Und wäre natürlich auch witzig, wenn man das einfach mal einem gegnerischen Charakter gibt und sagt, naja, ich kriege ihn ja sowieso weg, aber so kann ich dich trollen. Und bei Dalokat, da sehen wir jetzt natürlich auch eine schöne Kombination. Vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, also Dalokat halt mit Dr. Facilier, der vorhin den Schirkan zurück auf die Hand geschickt hat, nachdem er in einer Herausforderung verbannt wurde. Denn das gibt er allen anderen Charakteren. Und Isma, die eben beim Ausspielen einen Charakter in das Deck des Besitzers zurückmischt. Und der darf dann zwei Karten ziehen. Was natürlich sehr gut einsetzbar, sowohl offensiv als auch defensiv. Denn man kann auch sagen, hey, ich mische jetzt meinen eigenen Charakter ins Deck, um zwei Karten zu ziehen. Oder aber wenn was Gefährliches da liegt, wie jetzt zum Beispiel der neue Herkules mit Robust 2, okay. Da ist es natürlich sehr, sehr gut, ihn wegzuschicken. Und vor allem, das Schönste an Robust ist,
stacked. Das bedeutet, mit der Mäuserüstung und Herkules, der eigentlich schon selber Robust 2 hat, kann man ihn sogar auf Robust 3 bringen. Und dann immer 3 Schaden weniger aus jeder Quelle, das ist ordentlich. Du weißt ja nicht, was für einen Fehler ich gemacht habe. Das stimmt. Ich nehme die Isma für Tinte und bringe Shere Khan wieder ins Spiel. Kennst du ja. Ja, ich habe nur so dunkle Erinnerungen. Also jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen anderen Charakter herausfordert, sammelst du einen Legendenpunkt. Mhm. Und ich erkunde mit Isma und bekomme 2 Legendenpunkte. Mhm. Man merkt aber auch, also der versierte, der so ein bisschen versiertere Saphir-Spieler merkt natürlich auch, da ist noch ein bisschen mehr Card-Draw-Potenzial ja, in vielen Bereichen. Robust, was mir jetzt bei ihm im Set so ein bisschen fehlt, ist robust, 4-mal Grammatala, 4-mal Mickey, 4-mal. Weißt du, also, dass du einfach sagst, ja, ich habe noch 2 Runden 48 hin. Na gut, dann hast du aber auch sehr schnell verloren, weil du hast ja 7 Handkarten, dann hast du noch 5-mal 10 das Spiel vorbei. Absolut. Du hast sehr viele Möglichkeiten, eben durch diese Gegenstände viele Karten zu ziehen, aber die nehmen natürlich auch Platz im Deck weg. Ne? Also du musst dann immer entscheiden, packe ich jetzt noch einen Gegenstand mehr rein, um das Ziel eben zu haben, mehr Karten zu ziehen damit, oder möchte ich eine Grammatala oder einen Mickey reinlegen, um noch mehr Tinte aufzubauen. Du hast halt nur begrenzt Platz. Oder dein Deck ist viel zu groß und dann ziehst du natürlich nicht die Karten, die du brauchst. Genau, also man muss ja Wahrscheinlichkeiten berechnen. Ne? Also kann man dazu auch nochmal sagen, für die ganz neu dabei sind. Ja, also ein Deck besteht aus maximal 2 Tintenfarben, mindestens 60 Karten und also maximal 4-mal eine Karte, also 4-mal die gleiche Karte in einem Deck. Und wenn du dann 100 Karten hast, ja, oder 15 Millionen irgendwann vielleicht, dann wächst natürlich, oder dann wird die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass du die Karten bekommst, die du brauchst. Und das sind ja manchmal auch schon bei 60 oder 65 Karten. So, ist das ja schon vielleicht eine große, ein großer Unterschied. Ja? Und weil in der Theorie ist es ja so, man kann eine Karte pro Zug ziehen, ja, außer es gibt halt eben Besonderheiten. Und dann sind 5 Karten mehr natürlich extrem. Ja, also je mehr du ziehen kannst, das ist immer gut für dich, weil du mehr Möglichkeiten hast. Aber natürlich, du kennst ja auch dein Deck so ein bisschen und du weißt ja auch, was willst du eigentlich ziehen. Das heißt, wenn du in einer Situation halt mal im Spiel bist, in der du das Gefühl hast, du brauchst eine Antwort, du hast gerade keine Antwort und du fängst an, Karten zu ziehen, um nach dieser Antwort zu suchen, dann ist es natürlich auch besser, wenn du einen niedrigeren Deck-Count hast, damit du eben diese Karten findest, die dir jetzt helfen. Wenn du jetzt aber 80 Karten im Deck hast und dir vielleicht halt nur die eine hilft, die du dann 4-mal hast, dann ist die Chance natürlich geringer. Ja, nee, ich möchte nur wissen, wie viel du noch hast, weil du hast ja noch ein paar Handkarten. Er macht das gerade richtig, Dominik, indem er die Mäuserüstung dann nochmal nutzt. Genau, auf Herkules wahrscheinlich jetzt mit Robust 3 und er hat ja die Nase weiß ausgespielt, um jedem Charakter einen Schaden zu machen. Das heißt, Herkules kann zwar jetzt ohne Probleme die Isma loswerden, aber sie landet wieder auf der Hand. Und dann ist Herkules oder Nase weiß im Deck. Also du willst sie jetzt nicht herausfordern. Du willst eigentlich nur erkunden und hoffen, dass du sie überstehst. Wenn Charaktere einen anderen Charakter herausfordert, bekomme ich eine Legende. Dr. Facilier sagt, jeder Charakter, der durch eine Herausforderung verbannt wird, kommt auf meine Hand. Ja, der ist weg. Also ich greife ihn an. Kannst du ihn angreifen? Ich bin ja nicht. Ach so, bin ja nicht erschöpft. Du hast ihn nicht aktiviert. Das stimmt. Ja, genau. Ich muss ihn dann angreifen. Das ist recht. Wenn ich jemand angreifen will, kann ich ja nur ihn. Ne? Ja. Gut, dann ist er weg. Ja, aber dann landet er wieder auf der Hand. Er nimmt tatsächlich die Isma raus, schickt sie auf die Hand und jetzt wird Folgendes passieren. Er wird wahrscheinlich einfach mehr Karten haben wollen. Er sagt, okay, dann spiel sie doch nochmal, gib mir nochmal 2 Karten. Ist dann halt so. Und ich bin gespannt, ob Dalukart jetzt eben die Nase weiß oder den Herkules wegschickt, weil beide sind natürlich für ihn ein Hindernis. Denn sie sind beide stark. Was Starkkarten ganz gerne mal sind. Ich nehme eine aber Dominik glaubt, er sagt gerade schon, war die Ansage nicht, wir sollen uns beeilen. Aber naja, also, manche Decks brauchen eben ein bisschen Zeit. Ja, so. Ja. Und Dominik braucht die Zeit jetzt gerade auch. Also, genau, man hat ja in dem Spiel halt eben diese verschiedenen Sachen. Und wenn zwei eher so Late-Game-Control-Listen, die sich aufbauen müssen, aufeinandertreffen, das dauert natürlich. Und dann ist natürlich das Ergebnis sehr schnell relevant. Denn du machst einen Fehler und du stehst erstmal im Rücken zur Wand. Absolut richtig. Und das ist ja auch das Spannende. Also du hast ja manchmal, wenn wir zusammen gespielt haben, dann waren Runden nach gefühlt 3 Minuten vorbei, weil es einfach heißt, ey, ich habe keine Chance gerade. Ja, also es gibt wenige, du hast dann
Drawluck und so weiter und so fort. Und manchmal hast du eben die Matches, ja, die zermürben einen. Aber das sind eigentlich die Matches, muss man sagen. Die in Erinnerung bleiben. Ja, wo man dann rausgeht und sagt, das war richtig gut. Das hat Spaß gemacht. So. Und ich glaube, das ist auch so ein Match, wo man sagt, boah, das ist so zermürbend. Ja, das ist so, oh, aber ich will und ich will. Und dann kriegst du immer wieder quasi so diesen Stupser. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Und dann aber plötzlich hast du eben diese Deckung dann durchbrochen. Ja? Und dann kommt der Moment, wo du merkst, ich habe jetzt genau die Karten, die ich brauche. Jetzt kann ich loslegen. Und ich habe davor Tinte gesammelt. Und jetzt kann ich Gas geben und einfach meinen Gegner mal lieber spielen. Ja? Jetzt bin ich quasi in der angreifenden Position. Und das ist natürlich super, ja? Wenn du auf einmal der bist, der herausfordern kann, der sagt, ich kann jetzt Dinge erledigen. So. Okay. So, jetzt wird's interessant. Boah, aber Dominik mittlerweile mit einfach, wie viele Karten sind das? Wieder 7 Handkarten? Ja, aber auch nicht so verkehrte dabei. Ne? Also du siehst natürlich, du hast die kleine Nase weiß, du hast die große Nase weiß. Genau, nachdem die große ja wieder ins Deck gemischt wurde. Genau. Könntest jetzt im Prinzip erstmal die kleine ausspielen, warten, im nächsten Zug die große einzeln ausspielen oder dann als Gestaltwandeln natürlich. Wenn du beide einzeln ausspielst, positiv daran, du hast 2 Karten im Match. Ja. So. Negativ daran, wenn du beispielsweise jetzt gegen Rubin, wenn du gegen Saphir spielen würdest, ja, dann würde ein Hades kommen, würde was ins Tintenfass legen, dann hättest du halt direkt beide Karten im Tintenfass. Also es sind sehr, sehr viele Entscheidungen gerade zu treffen. Und Dominik sagt es, sind zu viele Optionen gerade. Ja, er hat ja gesagt am Anfang, weil sind alles am Rattern, alle Zahnräder sind in Bewegung gesetzt. Und was würdest du jetzt in der Situation machen? Also ich glaube, ich würde die kleine Nase weiß ausspielen, um mir die Option des Gestaltwandels offen zu halten. Ja. Oder würdest du eher in eine andere Richtung gehen? Ich hätte tatsächlich das gleich gemacht. Ich hätte erst mal, weil du willst natürlich auch ein bisschen gucken, was hat, Dalu hat nicht mehr so viele Karten auf der Hand. Ja? Also du hast quasi das mehr Karten sind auf Dominiks Hand, das ist so ein bisschen natürlich eine schöne Position, weil du mehr Varianten spielen kannst, weil du mehr Optionen hast, weil du auch besser reagieren kannst. Dalu kann jetzt fast nicht mehr reagieren, ja, so richtig, sondern er muss einfach ein bisschen hoffen, dass das, was Dominik ausspielt, passend ist zu dem, was er gerade auf der Karte hat. Und das ist natürlich der Vorteil, den Dominik jetzt gerade hat. Der Nachteil, den Dominik hat, ist, jetzt gerade ist, also Punkt jetzt, ja, wenn wir jetzt das Spiel anhalten würden, ist Dalu gerade in einer etwas besseren Position auf dem Feld. So. Und zumindest in meinen Augen. Aber ich würde jetzt auch anfangen, die kleine Bell zu spielen, dann gegebenenfalls in der nächsten Runde schauen, was liegt da noch? Ja? Kann ich vielleicht doch irgendwie den Facilier aus diesem Match bekommen? So, ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Schlüsselkarte, Facilier rauszukriegen. Und da schauen wir mal. Aber herausfordern geht nicht. Ich kann niemanden herausfordern, genau. Würde ich gerne. Jetzt natürlich sehr, sehr, sehr interessanter Zug auf jeden Fall von Dominik hier, die kleine Tinkerbell direkt in die große Nase weiß zu gestaltwandeln. Weil er zahlt somit ja effektiv mehr Tinte, als sie auskosten würde, wenn du sie alleine spielst. Ne? Also 6, er hat jetzt 7 bezahlt. Und hat auch eine Handkarte weniger. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht gerade Angst hat durch die Isma und durch sein eigenes Kartenziehen, dass er irgendwie Deckout gehen wird, weil Dalukat sammelt ja nicht so viele Legenden, dass er sagt, hey, wenn du sie jetzt wieder ins Deck mischst, dann mischst du wenigstens 2 Karten in mein Deck. Das ist natürlich, ja, das wäre natürlich auch gut. Ja, also das ist ja das Gleiche wie mit eben dem Saphir Hades. Du würdest halt, und das ist was viele vielleicht gar nicht so richtig wissen als Regel, die beiden Karten sind quasi miteinander verklebt, werden aber, also ich hoffe, kleben nicht wirklich. Hoffentlich nicht. Aber metaphorisch sind sie verklebt. Aber das, was mit der einen passiert, passiert mit der anderen eben auch. Ja? Also kommt sie ins Tintenfass, kommt beide ins Tintenfass. Kommt sie quasi in den Ablagestapel, kommt beide in den Ablagestapel. Kommt sie auf die Hand, sind beide in der Hand. Und das ist natürlich was. Ich hinterher nur noch Naseweiß hier habe, ne? Das ist ja klar. So ist es auch tatsächlich. Es werden beide ins Deck gemischt gerade. Das wäre wirklich ein blöder Fehler von mir. Am Ende aber auch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Also der Ablagestapel wäre natürlich ärgerlich. Ja? Dann aus dem Deck kann sie wenigstens wiederkommen. Genau, aus dem Deck kann sie wiederkommen und du hast einfach noch Karten im Deck. So. Und Dominik zieht. Das ist. Er muss jetzt halt weiter irgendwie Gegenstände aufbauen und dann auf den Tamator hoffen, ohne dass Dalukat noch Removal hat, also dass er ihn direkt loswerden kann. Das ist natürlich jetzt. Aber hat Dominik nicht sogar eine Karte im Deck? Ich bin mir da unsicher, vielleicht musst du mir da helfen. Hat Dominik nicht sogar eine Karte im Deck, die dafür sorgt, dass angeschlagene Charaktere quasi entfernt werden können von ihm?
Nein, Dominik hat tatsächlich das Deck von Wii etwas, er sehr darauf spielt, eben beschädigte Charaktere direkt zu verbannen. Würdest du, glaube ich, verlieren. Ja, du verlieren. Und Dalukart spielt jetzt die Gräfin Tremaine, die, wenn der gegnerische Mitspielende mehr Legenden hat, dann verliert dieser eine Legende. Ist jetzt nicht der Fall. Und Dalukart geht jetzt weiter erkunden, denn da ist ja nichts mehr auf dem Feld von Dominik. Mhm. Aber er spielt, glaube ich, sehr vorsichtig, denn er wird seinen Dr. Facilier liegen lassen. Er verzichtet auf die drei extra Legenden, die er jetzt sammeln könnte. Er hätte ja jetzt gerade die Chance. Also Dominik ist ja jetzt potenziell nicht der gefährlichste Widersacher, was den aktuellen Stand angeht. Ja, also auf dem Deck, auf dem Spielfeld. Also da ist jetzt kein Charakter, der dafür sorgt, dass Facilier zwingend raus kann. Genau, aber Dalukart hat halt eben Angst vor Rasant. Ne? Mhm. Es könnte natürlich sein, dass irgendwas drin ist. Er kennt das Deck ja jetzt noch nicht wirklich gut von Dominik, weiß halt auch nicht wirklich, ist da was drin, was Rasant hat, denn wir müssen ja auch hier sagen, alle Leute hatten zwar Zeit, sich ein bisschen mit ihren eigenen Decks einzuspielen und untereinander ein bisschen zu gucken, aber sie kennen natürlich nicht das gesamte Set und wissen auch nicht, hey, gibt es vielleicht jetzt doch eine Karte in Stahl mit Rasant? Das ist das Gleiche, ne? Das ist so recht. Dieses Gemeine, wenn du natürlich später das Set schon kennst in seiner Fülle und dich damit befasst hast beim Deckbauen, dann weißt du natürlich, hey, ich könnte jetzt gefahrenlos erkunden, da kann nichts kommen oder da wird nichts kommen, aber natürlich jetzt die spielt er lieber auf die Sicherheit, was eigentlich ja für ihn als Spieler spricht. Absolut, ja. Also ich finde, wir sehen hier kein actionreiches Match gerade. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt ja sehr viel actionreichere Matches. Aber wir sehen hier ein Match, wo kleinste Entscheidungen schon dafür sorgen, dass du halt hinten heraus dann schlechter dastehst. Und wir haben jetzt gerade auch extrem große Tintenvorräte. Also wir haben 9-8 sind es, glaube ich. Ja, 9-8. Und auch da, ja, also prinzipiell ist fast jede Karte jetzt spielbar. Also fast jede Karte. Und auch da, vielleicht sehen wir ja, du weißt ja, Dominik hat eine Karte in seinem Deck, die ich unendlich gerne bei meinen Liebsten. Du bist so shiny. In etwa, ja. Aber magst du was dazu sagen? Ja, also Tamator hat eben die Fähigkeit, für jeden deiner Gegenstände eine weitere Legende zu sammeln beim Erkunden. Und das ist natürlich Dominiks Traum, natürlich sich da ganz viele Gegenstände hinzulegen, die irgendwas für ihn machen und dann Tamator nochmal so richtig zu stärken. Ja, ich habe ja auch schon im privaten Decks gespielt, die sehr auf Gegenstände ausgelegt waren. Und Tamator am Ende, ja, also wenn du ihn legst und er dann für 6, 7, 8 Legenden sammeln kann, guckst du deinem Freund gegenüber am Tisch aber gerne mal ins Gesicht, wenn der liegt. Und man muss natürlich sagen, er hat auch eine neue Karte, die extrem Stärke und Willenskraft hat. Und genau, er hat da eben den großen neuen Goofy im Deck. Den liebe ich. 9 Tinte für 10 Stärke, 10 Willenskraft und 4 Legendenpunkte. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist eine richtige Hausnummer. Ja, also 10, also 9, 10, 10, 4. So, wie wir Experten sagen können. Und das ist wild. Ja, als ich diese Karte gesehen habe, war ich so, nein, das ist ja fantastisch. Und ein so schönes Artwork. Aber generell Set 2 mit wundervollen Artworks, der neue Donald. Och, ein wundervoll. Traum. Also ich muss echt sagen, Set 2, also Aufstieg der Flutgestalten, hat hier nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich fand ja das erste Kapitel schon wunderschön, aber die Artworks in Set 2, da ist also ein Traum. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich damit. Und auch da, alles exklusiv gezeichnet, kein irgendwie Wiederverwertung von bereits bestehendem, alles extra für Disney Lorcana. Vielleicht kann ich irgendwann mal eine Karte zeichnen. Ich bin mir nicht sicher. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Oh, das könnte dann. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger dann. Ich bin gespannt. Ich werde mich bewerben. Also, sorgfältig zielen. Fangen wir da mal an. Aber Dominik ist auch ein ordentlicher Kerl. Er hat seine Karten sortiert. Das ist gut. Aber er hat auch einfach sehr viele Karten. Er hat unfassbar viele Karten. Also, da muss ein bisschen was passieren. Jetzt ist der Moment. Er darf jetzt nicht mehr vorsichtig sein. Ja. Dominik muss nach vorne gehen. Ja, aber ich meine, er hat halt keine Karte, die irgendwie einen Boardwipe ist. Er hat nichts, was jetzt das ganze Feld von Dalukart eben aufräumen kann. Dalukart hat zwar nur noch eine Handkarte, aber da liegen ja Aladdin, Dr. Facilier, Yzma, Shere Khan, Lady Tremaine. Das ist... Und er hat halt auch nur eine Karte mit einer Stärke gerade liegen, die nichts dagegen machen kann. Er hat leider natürlich nicht
den Dr. Facilier wegbekommen aus dem Weg. Er hätte da auf Abschuss gehen müssen. Er hätte nach seiner Karte eben Abschuss. Ich glaube, er hat vorhin eine gezogen. Oder ich habe sie zumindest beim Mission mal gesehen. Die sagt nämlich, verbanne einen deiner Gegenstände, um einem Charakter deiner Wahl 5 Schaden zuzufügen. Was natürlich sehr gut ist, selbst wenn Dr. Facilier da bereit liegen bleibt, kann man ihm eine Kokosnuss an den Kopf schießen. Das wäre schön. Und da du jetzt gerade auch nochmal gesagt, hey, denk an deine Mauserüstung, du süßer Mausebär. Ja, also er hat es nicht Otto so gesagt, aber ich als Dominiks Freund darf es so sagen. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, Dominik muss jetzt, er muss vorangehen. Aber komm, da kommt, ah, jetzt. Jetzt passiert was. Abschuss. Abschuss ist da. Muss ich nur entscheiden, welchen? Ich nehme die Armbrust. Was kriegst du dafür? Dafür kriege ich Schaden 5 auf den Charakter meiner Wahl. Und du nimmst? Das ist das, wo ich jetzt nachrechnen muss. Schieß den Facilier weg. Dominik, mach es. Der ist dein großes Problem gerade. Alle Karten gehen zurück auf die Hand. Alle anderen Karten sind egal, ne? So. Ja. Ja. Also hier, ich muss ja sagen, ich bin Kommentator, aber ich bin hier trotzdem auch ein bisschen parteiisch. Dominik ist natürlich einer meiner besten Freunde und ich zittere hier, ja, wie Espenlaub. Und ich habe extra eine kurze Hose an und mir ist trotzdem warm. Ja, also weil ich hier die ganze Zeit saß, war so, Dominik, er muss doch nur das Feld räumen. Du hast die Decks zusammengebaut. Wie viele Facilities sind im Deck? Ist es nur einer? Jetzt, wenn du sagst 4, ist natürlich problematisch. Sind, ich glaube tatsächlich 3. Okay, es sind 3 Facilities im Deck. Also Dalukat kann da natürlich Nachschub bekommen. Aber er hat auch jetzt noch den Schirkan wieder zurückbekommen, weil Dominik da leider in der falschen Reihenfolge gehandelt hat. Er hätte zuerst mit Abschuss eben den Facilier wegschießen sollen. Und dann hätte er sich um Schirkan kümmern. Genau, ja, okay. Dann wäre der auch auf dem Ablagestapel eben und jetzt nicht wieder in Dalukats Hand und kann ihn zurückstören. Was man auch sagen kann und sagen muss vielleicht, der ausführende Spieler entscheidet, in welcher Reihenfolge er Dinge tun will. Na, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch was, du musst nicht am Ende liegen. Genau. Du kannst Legendenpunkte am Anfang sammeln. Das war das mit dem Seid bereit beim letzten Mal. Und du musst auch nicht am Anfang deines Zuges Tinte spielen. Also du kannst absolut auch sagen, ich möchte zuerst eine Karte ausspielen, die mich Karten ziehen lässt und spiele danach und eine Tinte. Tinte. Genau, wichtige Entscheidung, weil vielleicht ziehst du eben 2 Karten, 3 Karten, 4 Karten und da ist eine Karte dabei, die du gar nicht willst, die aber Tinte hat. Ja, und dann musst du nicht den Achter Mickey auf einmal aufholen. Und das ist natürlich was, wo du sagst, dann gehe ich auf 17, du gehst auf 4. Das ist nämlich sehr der Ablauf des Ganzen, ja, so das Timing, das ist wichtig. Und das kann man ja auch noch sagen, Dominik hat aus dem Teilnehmerfeld, da ist es, ja, aus dem Teilnehmerfeld natürlich mit am wenigsten bisher spielen können. Er ist ja auch einer der 9 dabei. Ja. Ich finde, er hat sich dafür gut geschlagen. Es ist ein wenig so wie beim ersten Mal, ja, beim ersten Turnier. Die Anfängerfehler sind es halt, die am Ende dann aber, ja, klein, klein ergibt irgendwann eben groß. Vor allem, wenn du auch das erste Match hast, natürlich die Nervosität ja, nochmal natürlich, natürlich. Umso höher. Und dann auch gegen Dalukat, der natürlich trotzdem ein fantastischer Spieler ist. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. So. Der ist halt, der ist ja auch gewillt zu gewinnen. So. Ja, aber ich glaube, damit sind wir durch. Dalukat hier sehr, sehr, sehr stark gespielt. Also muss man sagen, er hat Dominik da keine Möglichkeit zur Entfaltung gelassen, hat alles direkt wieder weggeschickt. Und damit gehen wir zurück zu Patricia und schauen wir mal, was die beiden dazu zu sagen haben. Hey, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Es war ein sehr spannendes Match. Ihr hattet beide Decks, die sich erst bis zum Ende sozusagen aufbauen. Das war natürlich irgendwie langwierig, ausdauernd. Dr. Facilier. Dr. Facilier, meine Lieblingskarte. Ab zu Recht. Also. Wahnsinn, die hat ja wirklich das Feld dominiert, oder? Ja, wie froh warst du, als du ihn weg hattest? Es war einfach zu spät, ich konnte mich nicht mehr so viel freuen. Aber es war so ein emotionaler Sieg, dann noch mal, ihn doch nochmal wegzubekommen. Ja, absolut. Ja, super. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was würdest du beim nächsten Mal, welche Karte hättest du gern, hast du irgendwas vermisst in deinem Deck, was du gern gezogen hättest? Mal, Abschuss hätte früher kommen können, das wäre sehr übel geworden. Ja. Mhm. Und ich habe einfach ein paar Fehler gemacht. Ne? Also ich hab so viele Gegenstände und die muss man auch benutzen. Also dafür sind sie ja da. Dann wäre das, glaube ich, noch ein bisschen knapper geworden. Aber im Endeffekt, glaube ich, du hättest so oder so gewonnen. Ich wüsste nicht, was ich so viel besser machen könnte, so wie die Karten kamen. Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön.